Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Quest 5, die nächste Mutation. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind auf Dracus und da haben wir ein Notsignal empfangen von einer Rettungsfähre. Die ist... Ich habe was vergessen. Scheiße. Ich glaube, ich hätte noch Dings anziehen sollen. Vier von fünf Ärzten stimmen überein, dass ohne die richtige Ausrüstung der Transport in eine giftige Atmosphäre gesundheitsschädlich sein kann. Ja. Auf jeden Fall haben wir da eine Rettungsfähre gefunden gehabt. Die Goliath war auch hier. Und das wollten wir alles untersuchen. Allerdings müssen wir halt auch ein bisschen aufpassen. Die Atmosphäre ist giftig und wir brauchen natürlich dieses Teil hier dazu. Oh, das Energie funktioniert dann von alleine hier. Naja, auch nicht schlecht. So, riesige Pilze, die enormen Champignons gleichen, vermehren sich in dem warmen, feuchten Klima dieses Planeten extrem schnell. Das Innere des Gefährtes ist von deiner momentanen Position aus nicht zu sehen. Du kannst von hier aus nur erkennen, dass es sich um eine Landungssphäre handelt. Eine schleimige Schnecke bewegt sich im Schneckentempo entlang den Pilzstellen. Ein besonders großer Pilzstiel. Können wir jetzt hier... Nee, hier können wir nicht drüber gehen. Ich glaube, da können wir auch nicht lang gehen. Ich glaube, wir müssen es von der anderen Seite... Wir müssen erstmal hier rüber, glaube ich. Oder auch nicht. Doch, da kommen wir durch. So, jetzt sind wir da. Wer auch immer diese Fähre benutzt hat, kann nicht weit weg sein. Alles deutet darauf hin, dass der Benutzer der Fähre fluchtartig verlassen hat, die Fähre fluchtartig verlassen und sich noch nicht einmal die Zeit genommen hat, ihre Funktionen abzuschalten. Dieser Gerok gehörte wahrscheinlich dem vorigen Insassen der Landungsfähre. Da haben wir auch noch was. Ein rot blinkender Knopf erweckt deine Aufmerksamkeit. Du vermutest, dass er irgendwie mit dem aufgefangenen Signal zu tun hat. Schalten wir mal ab. Wir sind jetzt auch hier. Können wir sonst noch was machen? Ich glaube aber nicht. Gab es da nicht auch noch ein lustiges... Hihi. Hat das wehgetan? Es sah äußerst schmerzhaft aus. Ja, genau. Ich glaube, wenn wir es nochmal machen... Du lässt wohl dich wohl gerne bestrafen. Ja, wenn wir es nochmal machen, kriegen wir immer neue Texte. Du bist entweder ein Maschinist oder geistesschwach. Okay, aber ich glaube, das war's jetzt. Dass wir dann mal nicht sterben, ist schon für ein Sierra-Spiel ziemlich verwunderlich. Okay, Insassen suchen. War hier eigentlich schon umgeschaut? Nee, ich glaube nicht. Mit dem einen einzigen der riesigen Pilze hier könntest du das größte Pilzomelett aller Zeiten zubereiten. Was? Riesige Saphroiden vermehren sich in diesem feuchten Klima sehr schnell. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier weitergeht. Ich glaube, mussten wir einfach hier an die Seite gehen. Ja, genau, mussten wir. Hiya! Helfen Sie mir, Roger! Ich rutsche ab! Wenn Sie doch nur etwas hätten, an dem ich mich festhalten könnte! Uah. Oh, diese Kotzoiden-Mutanten haben mich gefunden! Unternehmen Sie etwas, Roger! Look. Okay, speichern erstmal. Geben Sie mir Ihre Hand oder so, dann kann ich Sie über Sie klettern und Sie mit mir hochziehen! Es ist Bea. Sieht sie nicht wunderschön aus? Wenn ihr die Angst im Nacken setzt? Ich glaube, wir konnten ihr das ja erreichen, oder? Autsch, das tut bestimmt weh, auf der Hand zu stehen. Okay. Ich glaube, wir mussten sowas machen hier.
Flo, sagen Sie Cliffy, er soll uns hier heraustransportieren. Es wird etwas Zeit brauchen, um die Transporterkoordinaten neu zu kalibrieren, Captain. Bitte halten Sie noch ein paar Minuten durch. Ich habe im Moment ja wohl nichts anderes zu tun. Oh, Cliffy sagt, dass Ihre momentane Position außerhalb des Funktionsbereichs der Transporterstrahlen liegt. Ein paar Meter von Ihnen entfernt befindet sich eine Lichtung. Können Sie diese Position erreichen? Habe ich denn eine Wahl? Nein, Eureka Ende. Die gefährlichen Kozoiden-Mutanten könnten dich, wenn sie wollten, ohne weitere schnell erledigen. Sie wollen jedoch anscheinend Bonuspunkte in den Kategorien Quälen und Leiden lassen gewinnen. Nicht hier. Oh. Sehr gut. Oh, nicht gut. Oh, das war wohl im letzten Augenblick. Oh, es tut mir leid, dass ich da unten auf dem Planeten versucht habe, Sie abzumolken, Captain Wilco. Ich habe Sie ja für einen der Kozoiden gehalten. Nennen Sie mich Roger und machen Sie sich darüber keine Gedanken mehr. Ich glaube nicht, dass ich das hier überstehen werde, Roger. Einer dieser Schweinehunde hat mich mit der schrecklichen Ursuppe erwischt. Seien Sie unbesorgt, wir werden Sie schon wieder hinkriegen. Es muss doch ein Gegenmittel geben. Ich fürchte nicht. Das Einzige, was Sie tun können, ist die Mutation hinauszuzögern, indem Sie mich in einen Kyro-Tiefschlaf versetzen. Beatrice, Sie wollen, dass ich Sie einfriere, gerade jetzt, wo wir angefangen haben, uns so gut zu verstehen? Ich muss zugeben, Roger, als ich Sie zum ersten Mal in der Akademie sah, habe ich Sie für ein Rindvieh gehalten. Aber Sie haben ja jetzt bewiesen, dass Sie ganz in Ordnung sind. Vielleicht sogar mehr als ganz in Ordnung. Dafür haben wir aber jetzt keine Zeit. Ich werde die Sache wahrscheinlich nicht überleben. Und die Kozoiden müssen aufgehalten werden, bevor sie die ganze Sternkonföderation verseuchen. Aber wie? Die Goliath ist wahrscheinlich schon Parallax-Sekunden von hier entfernt. Wir werden sie nie vor ihrer Ankunft auf Starkan einholen. Ohne das Ding da werden sie nicht weit kommen. Sie sind Verteilerhaube der Goliath. Bea, Sie sind ein Genie. Ich weiß, schaffen Sie mich jetzt in die Kyrokammer. Schnell! Was zum... Wer ist denn das, Captain? Botschafterin und Schlangenmeister. Sie ist von der Goliath entkommen. Deren gesamte Besatzung ist von der Ursuppe verseucht worden und verwandelt sich in grässliche Kozoid-Mutanten. Wir müssen sie stabilisieren, bevor sie sich selbst in einen Kozoid verwandelt. Was soll ich jetzt tun? Ich bin Maschinist, kein Doktor, Captain. Unternehmen Sie aber besser schnell etwas. Sie sieht schon ganz grün um die Kehlappen aus. So, das da war doch der Gyruk-Tank. Dann packen wir sie da mal rein. Ja, aber wir müssen es noch irgendwie anschalten. Ah, anschauen wahrscheinlich. Das holographische Bild, das du vor langer Zeit gesehen hast, hat der Schönheit der Botschafterin keine Rechenschaft getan. Aber das könnte schnell zu einem strittigen Punkt werden, solltest du kein Heilmittel finden. Die Messgeräte zeigen an, dass es sehr schlecht um Beatrices Gesundheit bestellt ist. Gyrofrost kochen? Auftauen, Gyrofrost, okay. Steht auch noch was. Gyrokoch, Kochanweisung Wiener, 20 Sekunden Kaffee, Botschafterin einfrieren, 10 Sekunden einfrieren, Hamburger mit Käse, Eis am Stiel, 5 Stunden Rumpfleisch, heiße Schokolade, Hamster, 20 Minuten kochen, Oratleber, 90 Minuten kochen und Botschafterin auftauen, 10 Sekunden auftauen. Also 10 Sekunden einfrieren. Das heißt 00, 10, Gyrofrost, Start. Botschafterin eintauen. Gut, dass es dabei steht. Bea ist erfolgreich in einen Tiefschlaf versetzt worden. Obwohl der Mutationsprozess verlangsamt worden ist, ist sie jedoch noch lange nicht über den Berg. So, hast du irgendwas zu berichten? Ja, Captain? Wie geht's? Ja, okay. Hast du was? Nee. Dann mal in die Zentrale wieder. Dann sollten wir nach Genetrix fliegen, schätze ich mal. Da kriegen wir wahrscheinlich mehr Informationen raus. Über diese ganze Sache.
gefällt mir jetzt nicht, die Musik. Wir haben den Goliath gefunden, Sir. Oder besser gesagt, sie hat uns gefunden. Die Goliath nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Sie macht ihren Torpedoschuss bereit. Okay, dann sollten wir hier speichern und du solltest Schutzschirme anmachen. Aye, aye, Captain. Wir sollten vielleicht die Tarnvorrichtung anmachen. Tut mir leid, Sir. Ich habe sie noch nicht vollständig installiert. Okay, was haben wir sonst noch? Da ist er. Sie haben auf uns geschossen. Du hast eine scharfe Beobachtungsgabe, Flo. Nun, sitzen wir noch nicht einfach da, Captain. Unternehmen Sie etwas. Sie kommt wieder auf uns zu. Ausweichaktion hört sich doch gut an. Aber Sir, das würde uns direkt in das Asteroidenfeld führen. Das wäre Selbstmord. Okay, lasst uns dem so gut wie sicheren Tod im Asteroidengürtel entgegensehen. Ich glaube, heute ist mein Glückstag, Junge. Wir können es mit der Goliath bestimmt aufnehmen. Ich bin mir nicht sicher, das ist nur ein Müllschlucker und die Goliath ist, glaube ich, ein Schlachtschiff. Ich glaube nicht, dass wir uns damit... Wenn wir die Tarnvorrichtung hätten, vielleicht, aber so... Wir werden von der Goliath angerufen, Captain. Ich bringe es auf den Bildschirm. Red einmal, hallo Wilco, du unbedeutender kleiner Pickel auf dem Hinterteil der Menschheit. Da wir ja gerade vom Mittagessen sprechen, Quirk, du hast noch nie besser ausgesehen. Ha, du Einfallspilzel, du hast ja keine Ahnung, mit wem du es hier zu tun hast. Ich werde die ganze Galaxis versudeln, angefangen mit Starkon. Nicht, solange ich am Leben bin. Ha, dein winziges Schiff stellt keine Gefahr für die Goliath dar. Au revoir, Besenreiter. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wirst du nicht so viel Glück haben. Captain, ich muss nach draußen in den Schaden reparieren, der durch den Angriff der Goliath verursacht wurde. Sie können mit mir auf Audio durch die Kommverbindung in meinen Druckanzug in Kontakt bleiben. Sei vorsichtig, Cliffy. Jawohl, Sir. Vorbereitungen zum Verlassen des Schleusentors abgeschlossen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Backbord Höhenflosse. Geschafft. Es wird nur ein paar Minuten dauern. Ich muss ein paar geringfügige Einstellungen vornehmen. Huch. Okay, Captain, alles wieder in Ordnung. Ich komme zurück. Das ist jetzt aber ein bisschen blöd. Sagen Sie mal, Captain, sehe ich Gespenster oder ist der Gentleman, der da draußen im All mit einem entsetzten Gesichtsausdruck herumschwirrt, unser Hauptmaschinist? Oh, Captain, Sie müssen was unternehmen. Cliffy ist in Schwierigkeiten. Sie müssen schnell machen und Cliffy retten, Captain. Sein Sauerstoff wird nicht ewig reichen. Ja, okay. Dann mal raus zu dieser Fähre. Und dann holen wir ihn wieder rein. Und ich erinnere mich noch, das war ein bisschen lästig, glaube ich. Oder besser nicht ganz so einfach. Weil das habe ich jetzt gerade ein bisschen Schiss. So, wir brauchen, glaube ich, erstmal einen Druckanzug. Beziehungsweise den Bordverkehr. Ursprünglich hatte Cliffy das Mikrofon und die Lautsprecher in diesem Kommunikationssystem geborgt, um eine stimmenaktivierte Spülung für das Korsett der Heureka zusammenzubasteln. Aber als sich der Rest der Besatzung jedoch weigerte, jedes Mal, wenn jemand das Klo benutzte, Bomben abgeworfen zu rufen, schloss er den Mechanismus stattdessen an den Transporter an. Das hat man schon, glaube ich. Moment. Landungsfähre? Gut. Dann wahrscheinlich das Schleusentor, da bin ich aber nicht sicher. Ja, das sage ich ja, da war ich mir nicht sicher, aber kann ich die... Boom! Kann ich die Schleusendings auch von der Landungsfähre aktivieren? Halt mal.
Ja, ich hab's noch nicht gemacht gehabt. Ausweichaktion? Nun gut, ich sollte da unten nochmal speichern. Ja, ja, hatten wir schon. Okay, das hatten wir alle schon. Das kann ich einfach wegklicken. Vielleicht hält er sich ja diesmal besser fest. Haben wir eigentlich das Schutzschild schon angeschaltet gehabt? Hat es Punkte gegeben? Hat es Puff? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, bevor wir jetzt irgendwie was groß machen, ich muss das nochmal ausprobieren. Moment, ich mache nochmal ein QS. Dann laden wir nochmal den letzten Speicherstand. Hier 2160. Ausweichaktion. Ja, dann kommt's jetzt gleich. So, es schießt auf uns. Das hatten wir ja schon. Dann die Ausweichaktion. 2195, nee. Ist genau dasselbe. Ich hätte es gedacht, Schutzschirme anzuschalten bringt auch nochmal extra Punkte oder so. Hätte anscheinend ja nichts ausgemacht, aber... Na gut. Mussten wir einfach mal ausprobieren. Und da ich jetzt eh nicht mehr laden kann, habe ja keine Mauszeiger mehr, legen wir das einfach wieder weg. Alles klar. Tschüss, Cliffy. War nett, dich kennengelernt zu haben. So, okay. Dann retten wir ihn mal. Es gibt bestimmt auch Pluspunkte bei unserer Besatzung. Wenn wir ihn schon zum zweiten Mal retten. So. Ich hoffe, von dieser Landungsfähre, was wir da haben, von diesem Transporter da, dass wir da auch dieses Schleusentor aufkriegen. Wir müssen es auf jeden Fall umdrehen, das müssen wir auf jeden Fall machen. So, und jetzt machen wir auf jeden Fall einen Quicksave. Speichern und nochmal einen Quicksave. Jetzt... Raumanzug muss man anscheinend nicht ansehen. Dann gehen wir mal hier rein. Ah, okay, es geht von alleine auf. So. Dieser Hebel kontrolliert die Menge der Schubkraft, die von der Düsentriebwerk der Eva-Landungsfähre ausgehen soll. Dieser Papa was a Rolling Stone. Kein Zweifel, Mama muss auch hier gewesen sein. Ja, was? Oh nein, noch ein metamorphorisches Alkonglomerat? Besser ein Stein im Brett als ein Brett vor dem Kopf, sagst du dir? Na ja, gut. Das ist der Radarsuchgerät der Eva-Sphäre. Oh, wir müssen uns auch beeilen. Sind wir rot oder sind wir grün? Das brauchen wir nicht, okay. Ah, Mist, da war doch irgendwas gerade gestanden. Ah, rot-grün ist die Heureka. Dann ist rot Cliffy. Da haben wir ihn. Hoppala.
Naja, er ist noch zu weit weg, glaube ich. Ah, Mist. Ja, Treibstoff. Oh, sogar noch richtig schöne Zwischensequenz für den Treibstoff. Oh, schau mal, Kumpella, eine Sternschnuppe. Du darfst dir was wünschen. In Ordnung, Slab. Ich wünsche mir, dass da draußen auf den Sternen jemand finden. Ist doch lächerlich, Kumpella. Jedermann weiß doch, dass es draußen kein intelligentes Lebewesen gibt. Ja. Da muss ich nochmal schauen, wie das genau ist. Ich meine, wir haben am Anfang einfach zu viel Treibstoff verbraucht, weil ich gedacht habe, wegen, ja. Aber jetzt wissen wir, wie es genau geht. Und ich weiß noch, dass ich hier... So, kann ich jetzt hier irgendwie greifen? Hoppla. Ah, verdammt, ich wollte doch nicht aus... Hä? So kann ich hier nicht greifen. Ich krieg ihn irgendwie hier nicht. Leffy sieht aus wie der Michelin-Mann, wie er da im Weltraum herumschwebt. Aber ich kann ja nicht noch näher ranfliegen, das ist das Problem. Weil wenn ich näher ranfliege, dann ist er auf einmal weg und dann... kann man auch nicht. Ich wusste, es war irgendwie ein bisschen problematisch. Ah, jetzt hier. Seht in Reichweite, dann steht's da. Alles klar. So, jetzt. Cliffe ist erfolgreich eingefangen worden. Jetzt musst du nur noch zu der Heureka zurückkehren, wenn du sie finden kannst. Ich sehe sie noch so ein bisschen auf dem Dings hier. So, jetzt müsste sie eigentlich nur noch geradeaus sein. Das will ich auf jeden Fall noch fertig machen. Bevor wir die Folge beenden. No! Alles in Ordnung, Cliffy? Ich brauche nur eine Minute, um mich auszuruhen und nach Luft zu schnappen, Sir. Danke dafür, dass Sie mir mal wieder aus der Patsche geholfen haben, Captain. Ich bin Ihnen jetzt zwei schuldig. Vergiss es, Chef. Okay, werde ich tun. Aber Sie müssen uns von hier wegschaffen, Sir. Ich weiß nicht, wie lange die Heureka die Prügel, die sie einstecken muss, noch aushalten kann. So, und das ist doch jetzt ein guter Punkt, um Schluss zu machen und die nächste Folge zu beginnen. Ich muss auch gestehen, ich wusste noch, dass das mit der Heureka, mit dieser Fähre da und dem Greifer und so weiter etwas kompliziert war. Aber, also so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, aber es war doch einfacher, als ich gedacht habe. Nur, dass ich dann so weit ranfahren muss, dass dann da Ziel ergreifen steht. Ja, gut. Wir haben es ja hingekriegt. Und jetzt wissen wir, wie es auch funktioniert. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.